Gegen 6 Uhr morgens machte ein streunender Hund namens Jack seinen täglichen Frühstückslauf. Wie immer durchwühlte er die Mülleimer, die in der Nähe einiger Restaurants an der Hauptstraße von Brunswick in den Vereinigten Staaten waren. Inmitten diesen Mülltonnen wurden seine Sinne plötzlich wach. Hinter einer der Tonnen, an einer Backsteinmauer, lag eine alte Decke. Darin war etwas zusammengerollt und es bewegte sich. Jack näherte sich langsam. Es roch nach Mensch. Das gefiel ihm nicht. Er hatte keine Abneigung gegen Menschen, aber er traute ihnen auch nicht besonders. In den 9 Jahren, in denen er auf der Straße lebte, hatte er gesehen, zu welchen Rücksichtslosigkeiten sie fähig waren. Nicht selten war er selbst Opfer geworden. Aber als er seine Nase an das Bündel drückte, um mehr Informationen zu bekommen, stellte er fest, dass dieser Geruch anders war als die menschlichen Gerüche, die er kannte. Sein Instinkt sagte ihm, dass es sich um etwas Winziges, Zerbrechliches und Hilfloses handelte. Und selbst wenn es ein Mensch war, würde er sterben, wenn er nichts unternahm. Nachdem er die Decke einige Minuten lang angestarrt hatte, schnupperte Jack an ihr und drehte das Bündel, so dass er es mit dem Maul sanft greifen konnte. Dann hob er es hoch. Er war jetzt ein streunender Hund auf einer Mission. Was auch immer in der Decke war, bewegte sich ein wenig und wurde dann ganz schlaff. In seinem Hundehirn war es an der Zeit, dass Jack seine nächste Entscheidung traf. Was sollte er tun? Er brauchte Hilfe, aber es war noch zu früh. Die Restaurants waren noch geschlossen. Das bedeutete, dass noch keine Menschen in der Nähe waren. Und so sehr er auch gleichgültig bleiben wollte, er wusste, dass er menschliche Hilfe brauchte. Die winzige Gestalt in der Decke zappelte wieder, und Jack wurde die Dringlichkeit seiner Mission bewusst. Ein paar Straßen weiter gab es ein seltsames Gebäude, in dem er manchmal nach Nahrung suchte. Und er wusste aus Erfahrung, dass dort immer Menschen waren, egal zu welcher Zeit. Als er 5 Minuten später um die letzte Ecke bog, sah er, dass er recht hatte. Es waren viele Menschen dort. Einige tummelten sich auf dem Parkplatz, andere eilten durch die Schiebetüren. Von links näherte sich ein großes Fahrzeug. Es hatte blinkende rote Lichter und gab einen schrecklichen Ton von sich. Jack ging sofort auf die Schiebetüren zu. Im Inneren des Krankenhauses von Brunswick fand gerade ein Schichtwechsel statt. Ein Patient wurde gerade aus einem Krankenwagen in eine der Notaufnahmen gerollt, und die Krankenschwester hinter dem Tresen rief über die Gegensprechanlage den diensthabenden Notarzt herbei. In diesem Moment bemerkte sie den Hund. Der Anblick ließ sie sofort aufschrecken. Ein Hund hatte in einer Notaufnahme nichts verloren. Er würde unweigerlich für Ablenkung sorgen. Und das war keine Umgebung, in der Ablenkungen willkommen waren. Also trat sie hinter dem Tresen hervor und begann sofort, den Hund zu verscheuchen. Jack konnte sehen, dass die Frau versuchte, ihn zu verjagen. Sie schaute nicht einmal auf das Bündel in seinem Maul. Instinktiv wollte er die Decke samt Inhalt auf den Boden fallen lassen und gehen, aber aus irgendeinem Grund beschloss er, einen anderen Menschen zu suchen. Geschickt wich er der wütenden Frau aus und eilte in ein anderes Zimmer. Es war der Pausenraum. 3 Frauen tranken gerade Kaffee. Zuerst bemerkten sie den Hund nicht. Doch als er schließlich ins Blickfeld rückte, fingen 2 von ihnen sofort an, ihn zu verscheuchen, genau wie die Dame hinter dem Tresen es versucht hatte. Das kleine Bündel in seinem Maul zappelte wieder, und Jack schaute hoffnungsvoll zu der 3. Frau. Diese schaute ihn verwundert an. Dann erhob sie sich von ihrem Stuhl, ging zu ihm hinüber und sprach mit sanfter Stimme. Jack mochte sie sofort. Sie war nicht wie die anderen. Also ließ er sie näher heran. Als er sicher war, dass er ihre ganze Aufmerksamkeit hatte, ließ er das Bündel sanft auf den Boden fallen und trat einen Schritt zurück. Angelina Potter gehörte seit fast 10 Jahren zum Personal des Krankenhauses, aber so etwas hatte sie noch nie gesehen. Das Verhalten dieses Tieres hatte wohl mit dem Bündel in seinem Maul zu tun. Als er es auf den Boden fallen ließ und einen Schritt zurücktrat, wusste sie, dass das wichtig war. Am Zustand des Fells konnte sie erkennen, dass es sich um einen Streuner handelte. Angelina wollte das Tier nicht erschrecken, aber sie wusste auch, dass sie das kleine Bündel am Boden so schnell wie möglich in die Hände bekommen musste. Sie machte 2 weitere Schritte nach vorne und sprach mit leiser Stimme zu dem Hund. Dieser wich einen weiteren Schritt zurück. Sie hatte das Gefühl, dass er ihr damit Zugang zu der zusammengerollten Decke verschaffen wollte. Er würde sich nicht entspannen, bevor sie nicht hineingesehen hatte. Als sie sich auf den Boden kniete und das Bündel vorsichtig auspackte, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Das war das Letzte, womit sie gerechnet hatte, und doch wusste sie, was es war, noch bevor sie die letzte Schicht der Decke abzog. Es war ein winziges Baby, gerade einmal ein paar Tage alt. Es atmete kaum und seine Haut war blau von der Kälte. Angelina schritt sofort zur Tat. Sie rief der Krankenschwester hinter dem Tresen zu, sie solle einen Arzt holen, und fügte hinzu, dass sich ein Säugling in Lebensgefahr befand. Sie wärmte ihre Hände, indem sie aneinander rieb, und klopfte auf die Brust und die Fußsohlen des Babys, um zu sehen, ob eine Reaktion kam. Nichts. Der Säugling hatte jedoch einen Herzschlag, und das gab ihr Hoffnung. Als der Arzt kam, trat sie zur Seite. Er überprüfte den Herzschlag und hörte auf Anzeichen dafür, dass der Säugling atmete.
Angelina atmete langsam aus und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Hund. Sie lobte ihn für sein Verhalten und streckte ihre Hand aus, in der Hoffnung, dass er sich von ihr anfassen lassen würde. Das war ungewöhnlich für Jack. Diese Frau versuchte ihn zu berühren. Normalerweise würde er das nie zulassen. Aber er mochte sie. Er wusste in seinem Herzen, dass sie nett war. Er hatte jedoch keine Ahnung, dass das, was als nächstes passieren würde, sein ganzes Leben verändern würde. Als Angelina ihre Hand noch näher hielt, entspannte sich der Hund. Sie legte ihre Hand sanft auf seinen Kopf und begann dann ihn hinter den Ohren zu kraulen. Und als sie sich umdrehte, um eine Jacke vom Garderobenständer zu holen, blieb er ihr auf den Fersen. Angelina lächelte, als sich der Hund hinsetzte und ihr dabei zusah, wie sie ihre Jacke anzog. Dann drehte sie sich um und ging zur Tür. "Kommst du mit?", fragte sie über die Schulter, während sie sich auf die Seite ihres Beines klopfte. Jack verstand und folgte ihr zur Tür hinaus. 3 Monate später hatte sich für den streunenden Hund, das Baby, das er gerettet hatte, und die Krankenschwester selbst viel verändert. Angelina hatte Jack mit nach Hause genommen, und er lebte nun dauerhaft bei ihr. Es war sein allererstes Zuhause für immer und er lebte sich prächtig ein. Aber die guten Nachrichten waren noch lange nicht vorbei. Jack konnte es kaum glauben, als sein neues Frauchen eines Abends mit einem kleinen Bündel im Arm von der Arbeit zurückkam. Er erkannte den Geruch sofort und sprang vor Aufregung auf. Der kleine Mensch in ihren Armen war derselbe, der in einer alten Decke zusammengerollt in der Gasse hinter dem italienischen Restaurant gelegen hatte. Angelina hatte das Baby adoptiert und entschieden, dem kleinen Wesen genauso ein neues Leben mit viel Liebe und Zuneigung zu ermöglichen wie dem Hund. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann half einem sterbenden Eisbär. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.